Ist wieder mitten auf die zwei Türme. Also heutzutage ist die Brücke etwas ja, blauer. Nicht so green. Gab's da einen Unfall? Oh ja, oder? Oder? Ne, keine Ahnung, was ist, stehen Autos rum. Und die Brücke ist zu. Das ist so ein GTA London, das wäre. Das wäre schon geil, ne? Da gibt es jetzt mittlerweile auch Glasböden. Muss ich dann hier über die Tower Bridge laufen lässt und schön den Verkehr unten beobachten. So, gut. Mensch, Mensch. So, wie geht's jetzt rein? Wo ist denn der Eingang? Problem hatte ich schon mal. Ah, hier. Ja, da war meine Intuition doch nicht so schlecht. Miss Fry hat den Standort des finsteren Spionagekults entdeckt, der unsere Straßen heimsucht. Ihr kennt eure Befehle, Leute. Folgt ihr nach und lasst uns London von dieser Plage befreien. Folgt ihr nach. Hä? Ah, da unten. I see. Geht's hier raus? Nee. Also nicht für mich. Na doch, da gehe ich oben rum. Ist vielleicht etwas einfacher, auch wenn das irgendwie, wenn die Kletterer viele unnötige Wege gehen. Hätte ich die jetzt rekrutieren müssen? Ich hoffe nicht. Die waren eh nicht. Das, also das Kletter ist denen doch viel zu viel. No, this is too much for me. Das ist doch, jetzt kann man sich da nicht entlang schwingen. Nein, runter will ich auf hoch will ich auf keinen Fall. Runter. Hui, hui. In die Themse wollte, ist auch eine andere Frage. Aber ist okay, ist okay. Politics? Ist das jetzt? Was muss ich tun? Aufspüren. Ist ein Bücherschrank oder? Hä? Na, mal hoch. Aufspüren. Ah, da sind Schritte. Da ist eine Tür. Okay. Ist das von Bedeutung? Komme ich durch die Tür rein? Nein. Hat diese Tür eine Bedeutung? Möglicherweise. Ja.
Der Bücherschrank ist der Eingang. Wer ist in der anderen Gruppe? Wer erteilt denen die Befehle? Untersuchen ist wegschieben. Verstehe. Dieses Vokabular. Sonst verlierst du den Kopf. Keine Ahnung, warum sie Geheimnisse vor uns haben. Die Explosion verlief genau wie geplant. Diese Dokumente könnten kriegsentscheidend sein. Diese Dokumente könnten kriegsentscheidend sein. Kümmere dich darum. Was stimmt hier einfach nicht? Halten, also ich habe einen bei mir in der Crew, okay. Diese Dokumente könnten kriegsentscheidend sein. Cool. Ich gehe und sehe nach, was das für ein Geräusch war. Hui, hui, hui. Komm nach. Hat sich in Luft aufgelöst. Sie? Wer? Was? Die Ruckschlampe! Die Ruckschlampe? Ich meine, ich wurde ja schnell erkannt. Meine Geliebte ruft mich. Du wirst mich nicht aufhalten können. Du sagst es. Meisterspion töten. Los, ihm nach. Ihr könnt mich nicht von meiner Geliebten trennen. Kann ich nicht? Töte sie! Meine Geliebte ruft mich. Ist tot. Genau so. Lauf nur weiter. Es gibt keinen Kommen, Mädchen. Sie haben in dieser Gegend nichts zu suchen. Gut, gut, hat funktioniert, gut. Exzellente Arbeit. Der Anführer ist tot, genau wie seine bizarren Jünger. War es das dann? Nun, wir haben immer noch Krieg. Dann haben wir ja beide Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Gehen Sie in dem Wissen, dass Sie unserem Land gut gedient haben. Danke. Juhu! Tötete, war mein Gatte Aita, wiedergeboren. In dieser Zeit bekannt als ein Weiser. Ich danke dir, dass du sein Schicksal aufgedeckt hast. Sein Muster wird dem meinen hinzugefügt. Vielleicht glaubst du, wie andere Assassinen vor dir, dass es deine Pflicht ist, mich zu bekämpfen. Aber bedenke dies. Es war ein Assassine, der mich aus meinem Kerker befreite. Ich bin nicht mehr länger die, die zum Warten verdammt ist. Ich bin die Mutter der Weisheit. Ich bin der Nexus aus Fleisch und Maschine. Ich bin Juno. Mhm. Und wenn der größte Assassine deiner Generation sich meiner Sichtweise anschließt, dann kannst du das vielleicht auch. Mhm, ist das so. Oh je. We're experiencing some signal interference. Hello, hello. Do you read me? Ja, ja, ist ja gut. Ja, tschüss dann, ne? Also ich bin ja jetzt mal wieder, bin mal wieder Pause machen. Das länger. Und bis zum nächsten Mal, ne? Hallo und herzlich willkommen mal wieder in Assassin's Creed Syndicate zur momentan zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Ist schon wieder für mich verdammt lange her seit der letzten Runde. Das heißt, ich muss mir erstmal wieder so ein bisschen Überblick verschaffen, was hier jetzt schon fertig ist. Ich weiß nur, dass ich letztes Mal hier nicht mehr so recht wusste,
hatte was noch zu. Ah, Erster Weltkrieg 100%. Ah. Ach so, okay, ja, da waren wir fertig. Gut. Gut. Ja, gut, dann, hindert uns ja nichts daran, wieder zurückzukehren. Noch etwas weiter in die Vergangenheit. 1868 stand da jetzt, glaube ich, ja. Und mit unserem lieben Jacob und seiner Schwester Evie wie gehabt weiterzumachen. Wer war das nochmal? Das war, die stand auch in irgendeinem Verwandtschaftsverhältnis zu den beiden. Irgend sowas wie Evies Tochter oder Enkelin. Ja, auch gut möglich. Tochter wäre wohl etwas. Dafür war die abgebildete Frau zu jung und beziehungsweise Evie hätte zu spät ein Kind bekommen, wenn dem Ganzen überhaupt so wäre. Da muss ich nochmal schauen. Das sind noch ein paar Sachen. Ja gut, diese Mini-Spielgedöns hier, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht so. Aber hier haben wir auch eine Sympathisantenaktivität. London ist komplett eingenommen. Und dann geht es wichtigerweise nur noch hier weiter. Ja. Dann reise ich mal dahin. Bei die Nähe. Also bin schon ein bisschen, was heißt enttäuscht, nee, aber ich habe das Spiel ja auf eine SSD installiert und es dauert doch schon manchmal ja so ein bisschen, bis jetzt geladen ist und dann möchte ich irgendwie, also entweder möchte ich gar nicht dran denken, wie normal, wie lang das auf einer normalen Festplatte laden würde. Oder alternativ bin ich eben enttäuscht davon, dass die SSD hier keinen Vorteil bringt. Aber wenn man es nicht weiß, dann muss man ja auch nicht enttäuscht sein, ne? So, irgendjemand soll ich töten. Oh. Warum nimmt ihr eigentlich an? Ach, er hat einen Schlagring. Stimmt. Stimmt. Wie sieht's denn aus? Ist das hinten dran? Das hier ist ja heutzutage das British Museum. Glaube ich. Ja, ist auch ein ganz schönes langes Gebäude. Nicht nur breit. War ein Ton, der klang komisch. Er klang so, als gäbe es etwas für uns. Also ein Dumm. Nein, das war wohl. Ach nee. So unpräzise. Wo sind hin? Immer noch rüber irgendwie oder? Das macht auch keinen Sinn. Muss runter. So, Hill. Und das. Alhambra. Ah, ein Theater. Schick.